Vielen Dank. Es ist mir eine große Ehre und eine große Freude, heute hier zu sein. Auch eine große Ehre, weil ich nach mehr als 25 Jahren wieder einmal in WIF sein darf. Und weiter, und was noch wichtiger ist, es ist mir auch eine große Freude. Eine große Freude, dabei stehen zu dürfen, wenn neue Ausstellungen entstehen. Nicht nur die Geburt von Kindern, auch die Geburt von Ausstellungen sind etwas Faszinierendes. Ich möchte Ihnen aus eigenen Erfahrungen berichten beim Einrichten eines regionalen Museums, aber aus meiner Erfahrung als Berater von universitären Museen. Vielleicht etwas zum Hintergrund dieser Stadt, die ich hier vertrete. Das Museum heißt Winterthur, hat rund 100.000 Einwohner und gehört zum Großraum. Was nun entscheidend ist, das durfte ich gestern auch hier im Haus erleben, dass man alte Sammlungsbestände hat, die man in moderne Ausstellungen transferieren möchte. Unsere ältesten Bestände stammen aus dem 17. Jahrhundert. Wir haben noch einiges davon. Daraus hat sich im 19. Jahrhundert ein eigenes Naturhistorium entwickelt, das 1916 eine eigene Ausstellung bekommen hat, 2005 in ein modernes, familiengerechtes Museum umwandeln durften. Dabei ist wichtig, zwei Punkte, dass wir einigermaßen erfolgreich sind. Bei 100.000 Einwohnern haben wir jährlich mindestens 30.000 Besuchende. Und das schließen wir aus dem anderen Ansatz, dass wir in erster Linie uns auf die Hauptzielgruppe, nämlich auf Familien, konzentrieren mit der Ausstellung. Und das gilt auch für die universitären Museen. Universitäre Museen haben die gleiche Zielsetzung wie das regionale Museum. Sie wollen eine Botschaft für eine breite Bevölkerung attraktiv, interessant machen. Bei den universitären Museen sind es die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung, aber die will man so aufbereiten, dass sie von einer Familie verstanden und akzeptiert werden. Und das ist gerade wichtig auch für universitäre Museen, Museen der Akademien, weil die so über die Transformation zur Familie wird eigentlich möglicherweise die Begeisterung für Wissenschaft für die nächsten Generationen gelegt. Und das scheint mir sehr, sehr. Wir haben uns für 6 verschiedene Themenbereiche in der Dauerausstellung entschieden. Die Basis sind die eigenen Bestände, was wir in unseren Depots haben, und aber auch die Erwartung der Besuchenden. Sie wollen also etwas über ihre Region wissen, deshalb die heimischen Lebensräume. Wir haben dann die Entwicklung dieser Lebensräume versucht zu zeigen, indem wir die Geschichte rückwärts entwickelt haben und so sämtliche Bereiche zusammengenommen haben. Ich möchte Ihnen nun eigentlich 4 Themenbereiche vorstellen, kurz ansprechen in meinem Vortrag. Die Tatsache, dass wir mit alten Sammlungen neue Ausstellungen bestücken müssen, also den Weg vom Naturalienkabinett des 17. Jahrhunderts zum modernen Naturmuseum, dann die Problematik alter Objekte und dann eine ganz zentrale Frage, für wen machen wir eigentlich? Wer ist die Zielgruppe? Wen möchten wir mit unseren Geschichten ansprechen? Abschließen möchte ich meinen Vortrag mit einem kurzen Ausblick, dass mit der Eröffnung einer Ausstellung nur der erste Schritt gemacht ist, und dass man dann wie auf einem Musikinstrument das nicht nur kaufen muss, sondern darauf auch spielen muss, ganz verschiedene Melodien. Kommen wir zum ersten Punkt. Sie sehen hier nochmals diese drei Abschnitte unserer Entwicklung bezogen auf die Ausstellung. Sie sehen hier das städtische Naturalienkabinett, die Wunderkammer. Wunderbare Einzelobjekte sind aufgereiht. 1916 ging es darum, systematische Reihen aufzubauen und theoretisch für den modernen Darwinismus zu kämpfen. 2005 eine andere Situation. Es ist die Begegnung der Familie mit der Tierwelt, mit der Natur. Aber im Grunde genommen, so unterschiedlich diese drei Bereiche sind, sie sind genau gleich. Alle drei Bereiche wollten zeittypisch Geschichten mit Objekten erzählen. Mein Vorvorgänger, der ein großer Botaniker und Freund Ernst Haeckels war, hat das auf einen Punkt gebracht. Er wurde 1915 das Museum als eine Stätte der Volksbelehrung. Zum Panslawistenkongress in Moskau 1867 eine Ausstellung, in der es auch sehr viele Naturalien zu sehen gab. Eine Ausstellung, die innerhalb von 2 Monaten 90.000 Besucher bekommen hat. Sie sehen, diesen Bezug zur Zielgruppe können Sie unabhängig von Zeit und unabhängig vom politischen System. Ein ganz anderes Beispiel, etwas später, Plesiosaurier und Höhle eines Höhlenbärs als Zeichen für Urgeschichte und Vorgeschichte. Eine andere Ausstellung auch aus dem Darwin Museum um 1925, Professor Kotz, der Direktor des Institutes, erklärt Rotarmisten die Herkunft des Menschen. Aus all diesen Zeiten haben wir ganz unterschiedliche Objekte, die sich erhalten haben. Und mit denen umzugehen ist schwierig. Objekte sind manchmal sehr eigensinnig. Hier sehen Sie ein solches Objekt aus der Zeit des Winterthurer Naturalienkabinettes. Es kam 1704 in unsere Sammlung mit der Bezeichnung, es sei der Fuß, der versteinerte Fuß eines römischen Legionärs, sagt mir heute, es sei ein Stück normaler Sandstein, ohne jede geologische Bedeutung, aber mit einer wunderbaren Geschichte. Etwas aus dem Bereich der Ornithologie. Sie sehen hier im Museum einen Bartgeier, einen alten Vogel, der ein dickes, kräftiges Murmeltier geschlagen hat. Diese Darstellung ist gelogen. Es ist in der Natur gar nicht möglich, dass ein Bartgeier ein solches Murmeltier schlagen kann. Er ist anatomisch gar nicht in der Lage und wird das auch nie tun. Vor 100 Jahren war aber klar, wenn er das machen kann, dann kann er auch Lämmer, kleine Lämmer stehlen und vielleicht sogar Kleinkinder. Mit dem Erfolg, dass innerhalb von wenigen Jahren alle Bartgeier abgeschossen wurden. Robert Keller, den ich Ihnen als begeisterten Frühdarwinisten präsentiert habe, hat sehr viele solche Kleinszenen machen lassen von seinen Präparatoren, von den Taxidermisten. Hier diese Räuber, die Jungtiere angreifen, das ist eine Illustration des Lehrsatzes Survival of the Fit, nichts anderes. Das gleiche Präparat, einmal um 1900 präpariert, einmal heute, es ist ein Dachs. Hier ist er ein unangenehmes Tier, das Ihnen im Garten Früchte stiehlt. Hier ist er ein lieber Kerl aus dem Kindergarten. Das gleiche Tier, zwei völlig verschiedene Präparationen und komplett verschiedene Aussagen. Sie haben gesehen, Objekte haben eine Geschichte, haben eine eigene Biografie. Und wenn Sie nicht aufpassen, erzählen diese Objekte den Besuchern eine andere Geschichte, als Sie als Konservator wollen. Wir haben drei Phasen in dieser Objektbiografie ganz generell. Aus wissenschaftlicher Belegstücke für aktuelle Forschungsaufträge kommen sie in die Sammlung, verlieren langsam diese Bedeutung, oft haben dann eine sehr schwierige Phase, bis sie noch nicht genügend alt sind, um wertvoll zu sein, können dann Ausnahmen, gibt es immer, kulturhistorisch wieder wertvoll werden. Diese Überlegung hat uns dazu geführt, dass wir mit diesen Objekten die Geschichte unserer Landschaft erzählen, und zwar rückwärts erzählen. Ein kleines Beispiel. Ich sehe einen wunderbaren Uru. 1920 ist er in unsere Sammlung gekommen, und in dieser Zeit wurde er erlegt in einer Gegend von Winterthur, in der es dichte Tannenwälder gab. Er braucht als zum Leben diese dichten Wälder. Diese Wälder waren dicht und mit großen Bäumen, weil sie schon rund 80 Jahre alt waren. Sie wurden neu angelegt, weil das eine Gegend war, die man jetzt nicht mehr brauchte, weil die Heimindustrie zusammenbrach und die Leute in die Stadt gezogen sind zu den großen Industrien. Der Tierbestand ist ein Zeichen für die Landschaft und die Landschaftsänderung, und die wiederum ist ein Zeichen für historische Prozesse. Ein anderes Beispiel. Um 1900 hat man die Landwirtschaft revolutioniert. Produktionsweisen haben geändert, man hat Kunstdünger eingeführt. Viele Vögel beispielsweise, die dieser Robert Keller um 1900 noch gefunden hat, wurden durch diese Agrarrevolution verdrängt, vernichtet. Sie werden als Verlierer gezeigt, und daneben gibt es ganz wenige Gewinner. Wir erzählen Geschichten mit Objekten. Wir können Objekte wir können sie einzeln ausstellen, wir können sie aber auch zu Gruppen zusammenfassen und eine Gruppe neben die andere stellen. Wir machen das ganz einfach, preisgünstig mit solchen Schubladen aus der Küche. Das Thema hier ist die Schleiereule. Am obersten Schublade sehen Sie das Gewölbe, diese Rückstände der Schleiereule. Eine Schublade darunter haben wir das Gewölbe unter der Lupe auseinandergenommen. Wir haben hier die kleinen Knochen. Aus diesen haben wir eine Schublade darunter die Skelette zusammengebaut. Und der Biologe hat bestimmt, was für Mäuse es sind. Eine sehr einfache Geschichte. Aber sie funktioniert. Und der Besucher erfährt, weshalb Biologen solche Dinge sammeln. Der Besucher kann den Biologen über die Schulter schauen. Und am Schluss hat man etwas erfahren über Nahrungsketten, über die Häufigkeit von Mäusen und die Häufigkeit der Vögel. Sehr komplexe Zusammenhänge werden plötzlich einfach sinnlich erfahren. Sie können ein Objekt mit einem langen Text erklären, das in der Regel kein Besucher lesen wird. Oder Sie nehmen sich die Zeit und suchen ein Schlüsselobjekt, das Ihnen etwas am anderen Objekt erklärt. Vereinfacht gesagt erinnert dieser Hammer an die Arbeitsweise eines Specht. Oder ein Stück weit funktioniert ein Nautilus ähnlich wie ein Unterseeboot. Oder Sie nehmen Objekte, die man bei Ihnen bestimmt nicht erwartet. Was Sie hier sehen, ist nicht einfach eine Colaflasche, sondern es ist das Symbol für ein Leitfossil. Die Form ist leicht zu sehen, die Verbreitung auch, und kleine Änderungen wie hier, das ist wie die Lobenlinie beim Ammoniten. Jedem Cola-Trinker wird klar, was ein Leitfossil ist. Etwas sehr Komplexes, auch schwierig zu erklären. Wir versuchen das mit Analogien. Sie sehen, es sind immer, gehen wir zurück auf unsere Colaflasche. Die ganze Flasche hier, das entspricht dieser Muschel, wie sie erhalten ist. Wir haben nur den Inhalt noch erhalten, aber nichts mehr vom Glas. Oder wir haben einen Teil wie im Bernstein hier eingeschlossen. Das heißt, durch diese Analogien können Sie sehr viel Text vermeiden. Der Besuch in der Ausstellung muss zum Erlebnis werden. In Einzelfällen können Sie Objekte besonders herstellen, die man auch befassen kann. Man soll etwas begreifen können. Oder Sie können durch Gerüche Bilder in den Köpfen der Besucher erzeugen. Wir machen das mit speziellen Telefonkabinen, weil in diesen Kabinen können wir den Geruch halten. Und was wichtig ist, der Besucher soll aktiv werden. Der Besuch in der Ausstellung muss zum Erlebnis werden. Aber das setzt voraus, dass wir überhaupt wissen, wer zu uns kommen will. Das ist ein Thema, das nicht nur wir haben, sondern ich kenne es vor allem von den amerikanischen Kollegen, vor allem John Falk in Los Angeles hat hier während mehr als 20 Jahren Pionierarbeit geleistet. Er hat vor wenigen Jahren eine, wie ich meine, sehr gute Untersuchung vorgestellt, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Normalerweise unterscheiden wir Männer, Frauen, Erwachsene, Kinder, diese klassischen soziologischen Kategorien. Hier haben wir neue. Und zwar, er orientiert sich jetzt daran, nach der Motivation des Besuchers in der Ausstellung. Da haben wir als wichtige Zielgruppe den Neugierigen. Der interessiert sich aber nicht für ihre ganze Ausstellung. Er will auch keine strenge Führung durch die Ausstellung, er kommt dafür 3-4 Mal. Wir haben das nachgeprüft an einer Wechselausstellung, hier sehen Sie die. Und der klassische Weg eines solchen Explorers ist, dass er hier zwar etwas hineingeht, das ist ihm zu weit. Dann geht er hier lang und verlässt die Ausstellung. Wir sind dabei zu experimentieren mit Tablets in der Ausstellung. Wir bieten spezielle Programme, Trains an. Die Kinder können sich zu Saurierjäger ausbilden lassen, aber der Fachmann, der Interessierte, kann auch ganz gezielt Zusatzinformationen, zum Beispiel zu unseren ausgestellten Pflanzen, dann haben. Man kann noch einen Schritt weitergehen. In einer Wechselausstellung haben wir die Leute eingeladen, uns selber spezielle Objekte zusammenzustellen, zu bauen. Diese Objekte wurden in einer elektronischen Galerie in der Ausstellung gezeigt und wir haben sie auf Facebook gestellt und der die meisten Klicks hatte auf dem Facebook, bekam einen Preis von uns. Das heißt, hier können Sie ganz bestimmte Medien komplett neu vernetzen und vom Aufwand her ist es machbar. Entscheidend bei diesem Tablet ist auch, dass Sie das Verhalten der Besucher abklären können, dass Sie empirische Belege für das Verhalten von Besuchern haben. Beispielsweise in einer Wechselausstellung konnten wir die Verweildauer verdreifachen mit dem Tablet. Das heißt, der Besucher mit Tablet ist 3-mal so lang in der Ausstellung wie der ohne. Er schaut mehr Exponate an und verbringt an jedem Exponat viel mehr Zeit. Falls Ihnen diese Verweildauer erschreckend klein und enttäuschend scheint, machen Sie sich keine Illusionen. Die Verweildauer, wenn man sie misst, ist in der Regel meistens kleiner, als man erwartet. Es ist aber entscheidend, dass Sie so fit sind, dass Sie Besucher etwa 2 bis 3 Stunden binden können an Ihr Haus. Aus dem einfachen Grund, dann lohnt es sich für die gestressten Eltern mit den Kindern zu Ihnen zu kommen, nicht für eine halbe Stunde. Sie können auch diesen Neugierigen länger an Ihre Ausstellung binden, wie in diesem Fall, indem Sie mit speziellen Objektkombinationen überraschen. Das aus einer Pilzausstellung, die wir gemacht haben. Entscheidend ist auch die Dramaturgie einer Ausstellung. Wir haben vor 3 Jahren in Los Angeles festgestellt, dass wir hier in den Ausstellungen die gleichen Fragen haben, wie sie im Filmbereich da sind. Wichtig ist eine gute Ouvertüre. Wir wählen ein Auto, weil das keiner von uns erwartet hat. Aber wenn man dann genauer hinschaut, sieht man hier einen Steinmarder. Schon sind wir in der urbanen Biologie mittendrin. Wir haben also hier dann die Stadt. und kommen dann zu den anderen, langsam zu den anderen Lebensräumen, die wir in unserer Region Winterthur haben. Für Sie ist nicht nur das Auto, auf dem Sie wohnen. In diesem Haus haben Sie möglicherweise einen Teppich. Auch das ist ein Lebensraum. Sie sehen hier die Fasern, wir haben Modelle dann gemacht, und hier die kleinen Bewohner, die Milben, die sind millionenfach in jedem Teppich. Sie erzählen eine ganz einfache Geschichte. Sie nehmen einfach einen Teppich, aber erzählen sie so, dass sie überrascht und biologisch spannend. Sie müssen den Explorer, der etwas neugierig ist, so von einem Highlight zum nächsten leiten. Sie haben hier dann im Untergeschoss einen sehr großen, rekonstruierten Fischsaurier. Dahinter steckt unsere Sammlung. Wir haben außerhalb von Deutschland weltweit die größte Sammlung an Versteinerungen aus dem Lias Epsilon, einer bestimmten Region. Wir haben den Steinbruch aufgebaut. In diesem Steinbruch Abgüsse des Originalfundes. Dann kann man meinen Präparator über Film sehen, wie er das Stück freilegt, und man sieht das Werkzeug. Dann zeigen wir die Arbeit des Paläontologen, nämlich aus dem Fund wieder ein lebendes Tier zu machen, mindestens im Kopf. Dann sieht man durch ein Bullauge aus dem Unterseeboot, wie er am Meer stirbt und eingebettet wird. Und dann laden wir den Besucher ein, 180 Millionen Jahre zu warten und dann wieder im Steinbruch zu beginnen. Sie können in Ausstellungen auch schnelle Themenwechsel vollziehen. Sie sind hier in der Lebenswelt, der maritimen Lebenswelt vor 180 Millionen Jahren, und hier auf dem Ladedeck eines Schiffes die Dazierler. Sie sehen hier diesen Steinbruch. Und hier haben Sie schon den Blick auf den Schiffsboden. Solche schnellen Trennungen, Wechsel, akzeptiert der Besucher ohne Mühe. Der Grund ist einfach, das ist die Fernbedienung des Fernsehapparates. Heute haben wir es mit großen Beschleunigungen zu tun. Das heißt, Besucher sind sehr schnell bereit, Änderungen sofort zu akzeptieren. Sie müssen aber schnell gehen. Er wartet nicht mehr 30 Sekunden, bis der Diaprojektor anläuft und etwas kommt. Er will das schnell haben. Der Besuch soll zum Erlebnis werden. Hier könnte er zum Erlebnis werden. Sie sind mitten in einem Schiff und der Boden des Schiffes bewegt sich ganz leicht. Sie hören ganz leicht, nur ganz leicht den Wind und das Knacken des Schiffes. Was soll das Schiff in einem Naturmuseum? Die Geschichte ist ganz einfach. Wir haben... Ich sprach von Ihnen aus dem 17. Jahrhundert, von diesem barocken Sammlungsgut. Wenn Winterthurer weggegangen sind, haben sie etwas nach Hause gebracht. Beispielsweise einen Globus, den Sie ja schon mehrfach jetzt gesehen haben, brachte im 17. Jahrhundert jemand aus Holland mit. Krokodile kamen hinzu. Oder jemand ist für eine ostindische Kompanie auf Übersee gegangen. Alle haben Souvenirs mitgebracht. Das geht bis ins 20. Jahrhundert zurück. All das hat aber mit dem Meer zu tun, mit der Überseewelt, beispielsweise mit dem Baumwollhandel, in dem man engagiert war. Der gemeinsame Punkt ist das Schiff. Alles kam mit dem Schiff übers Meer. Und wir hatten unverschämtes Glück, dass 1845 5 Winterthurer Kaufleute in Bremen dieses Schiff bauen ließen. Sie wollten Geld machen im Indienhandel. Wir haben in Deutschland den Bauplan dieses Schiffes gefunden und dann konnten wir die Rekonstruktion machen. Sie sollen beeindrucken, überraschen. Das kann man auch auf andere Weise tun. In einer Ausstellung begrüßt jemand die Besucher, den alle in der Schweiz kennen. Das ist eigentlich die berühmteste Fernsehmoderatorin, die wir in der Schweiz haben. Diese Frau erwartet man überall, nur nicht bei uns in einer Glaskugel. In all diesen Bereichen können Sie den etwas Neugierigen an sich binden und er wird wiederkommen. Ein anderer Besuchertyp ist jemand, der eigentlich gar nicht so richtig weiß, warum er bei ihnen ist, der hat aber Besuch oder die Kinder sind unruhig zu Hause und mit denen will er was tun. Er ist nur der Begleiter, sehr passiv. Für diese Gruppe, wenn sie mit Kindern kommen, haben wir ein spezielles Kindermuseum entwickelt. Zwei Elemente möchte ich hervorheben. Einerseits hier hat es sehr viele Spiele, ganz unterschiedliche, zu biologischen, geologischen Themen. Man kann die rausnehmen, sich mit den Kindern in eine Ecke setzen und spielen und man bekommt Hilfe durch eine Dame, die vor einem dabei berät. Entscheidend ist aber auch die Kundenbindung. Hier haben wir ein Museum im Museum. Kinder werden eingeladen, wenn sie draußen Objekte, spannende Objekte finden, sie sollen sie zu uns bringen. Wir besprechen mit den Kindern diese Objekte, schauen, was es ist. Laden die Kinder auch ein, eine kleine Zeichnung oder einen kurzen Text zum Objekt zu verfassen. Und sie dürfen es hier ausstellen. Zwei Bereiche, die wichtig sind. Erstens, das Kind lernt spielerisch unsere Arbeit kennen. Wir sammeln draußen Objekte, wir analysieren sie wissenschaftlich, kommentieren sie und stellen sie aus. Das macht das Kind mit seinem Objekt auch. Ein anderer Punkt ist ebenso wichtig. In einem Museum, in dem Sie selber etwas ausgestellt haben, da fühlen Sie sich dazugehörig. Und ich garantiere Ihnen, am nächsten Reden Tag wird die ganze Familie dazu genötigt, ins Museum zu kommen. Wir sagen, das Kindermuseum gehört dieser Figur. Das ist eine Marionette, mit der wir Kinder in großer Zahl auch durchs Museum führen können. Relativ einfach, ohne große Technik zu machen. Und was nun wichtig ist, Sie können über dieses Kindermuseum auch kulturferne Kreise ans Haus gewinnen. Über die Kinder können Sie nämlich mindestens die Mütter erreichen. Und wir haben damit eigentlich ganz gute Erfolge. Wir bieten Nachmittage auf Serbokroatisch, Türkisch oder sogar auf Tamil an. Den Begleitenden ist es eben wichtig, dass sein Gast, dass es dem in ihrer Ausstellung gut geht. Darum ist er auch froh, wenn jemand vom Museum ihm auch hilft, seinem Gast die Ausstellung zu erklären. Und das machen wir über Studierende. Das gibt Studierenden die Möglichkeit, erste Kontakte in der praktischen Museumsarbeit zu holen und uns auch die Möglichkeit für die Kinder, spannende neue Leute erlebbar zu machen. Unterschätzen Sie diesen Kinderbereich nicht. Wir haben in einem Museum, in einem anderen größeren Schweizer Museum gefragt nach der Effizienz der Werbemittel. Dabei zeigt sich ganz einfach, sehr viele Leute gehen dann wieder ins Museum, wenn sie aus der eigenen Kindheit, also dann Erwachsene, als Großeltern mit den Kindern ins Museum, wenn sie selber als Kinder in diesem Museum eine gute Zeit haben. Wobei sie nicht in erster Linie die gleiche Einrichtung erwarten, sondern das gleiche Gefühl, da gut aufgehoben zu sein. Es gibt dann einen weiteren Besucher, den man als Tourist in der reichen Stadt bezeichnen könnte. Der geht gerne dahin, wenn in der Zeitung auch etwas berichtet wird. Wenn Sie einen speziellen Fund haben, dann wird der schnell bei Ihnen sein und den können Sie auch sehr gut über den Job bedienen. Eine andere wichtige, aber sehr kleine Gruppe sind die Professionals oder die Hobbyisten. Die verstehen sehr, sehr viel von der Geologie, der Paläontologie, der Biologie. Sie können dazu Werkstattgespräche anbieten. Beispielsweise die Mineraliensammler oder die Fossiliensammler treffen sich einmal im Monat mit unseren Geologen oder Paläontologen. Diese Leute sind wichtig, weil sie in ihrem Kreis als Fachmann oder Fachfrau gelten. Und wenn die in ihrem Kreis erzählen, im Museum ist gut, dann kommen die anderen Leute auch. Machen Sie für diese Leute einen speziellen Service. Wir haben es auch versucht mit speziellen Installationen oder speziellen Stationen. Hier ein Tisch, den vor allem Studenten, angehende Bauingenieure und Architekten nutzen. Hier sehen Sie alle möglichen Bausteine der Schweiz. Ich kann die in die Hand nehmen, anfassen, kann mit dem Stück einen Kontakt zum Computer herstellen Und er hatte hier wirklich detaillierte Angaben zur Bauphysik. Eine andere Gruppe, die man auch nicht unterschätzen darf, das sind Leute, die einfach wegen der Atmosphäre kommen. Die gehen aber in erster Linie häufig in ein Schlossmuseum, wo es ein schönes Interieur hat, oder in ein Kunstmuseum. Auf diesem Wege kann man, wenn man solche Dinge berücksichtigt, glaube ich, zu einer großartigen Ausstellung kommen. Zum Schluss erlauben Sie mir aber noch einen kleinen Punkt über die Ausstellung hinauszugehen. Denn nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung. Ich möchte Sie ermutigen, sprengen Sie Spartengrenzen. Wir machen Opernaufführungen mit Studierenden des Konservatoriums mitten in der Ausstellung. Ganz spezielle Opern, die wir teilweise neu rekonstruieren lassen, die etwas über wissenschaftliche Objekte erzählen. Wir machen Doppelausstellungen, gerne mit dem Kunstmuseum, das heißt ein Thema, zwei, fünf verschiedene Ausstellungen und wir eröffnen dann meist zusammen. Etwas anderes, machen Sie Ihre bestehende Ausstellung ganz anders erlebbar, indem Sie zum Beispiel einfach das Licht ausdrehen. Sie kennen vielleicht diesen Hollywood-Film Night at the Museum, eine etwas einfache Geschichte. Jemand ist in der Nacht, arbeitet als Aufsicht in einem Museum und um 12 werden alle Objekte lebendig. Unterschätzen Sie auch einfache Filme nicht. Dieser Film hat in Amerika zu einer Zunahme der Besucher um 10% in klassischen Museen geführt. Wir haben ein Jugendtheater eingeladen, in der Ausstellung kleine Szenen zu den Ausstellungsthemen zu geben und führen kleine Kindergruppen ab 10 Kinder mit einer Taschenlampe zu diesen Aufführungen. Ohne großen technischen und ohne großen Kosten. Wir haben auch zu Darwin, zu seinem Geburtstag beispielsweise Darwin-Schlager aus den 20er Jahren in Amerika ausgegraben und mit neu aufgeführt. Ich möchte Sie auch einladen, versuchen Sie neue Zielgruppen zu erreichen. Hier ist ja beispielsweise das Darwin Museum in den 40er Jahren schon gemacht hat, indem man mit den Objekten in die Lazarette gegangen ist. Wir haben für Sehbehinderte und Blinde Sonderausstellungen gemacht und haben seit einigen Monaten auch ein Sonderprogramm für Demenzpatienten. Demente Patienten ist ein wichtiges Thema, wie mir scheint, auch ein Thema, das immer mehr auch auf eine Gesellschaft hinzukommt. Und wir führen für geschlossene Gruppen aus Heimen spezielle Nachmittage durch und führen sie durch unsere bestehende Ausstellung, allerdings in ihrem Rhythmus und mit zusätzlichen Objekten. Und ganz nebenbei gesagt, für so ein Programm findet man auch gleich noch einen Sponsor, der Ihnen das sagt. Und wir selber haben durch die alten Leute und ihre Geschichten selber sehr viel gelernt. Wir laden Familien auch ein, nach den Ferien ihre Muscheln, ihre Steine, die sie am Strand gefunden haben, zu uns zu bringen, dass wir sie mit ihnen bestimmen. Und wir organisieren Kindergeburtstage, themenbezogen, machen auch andere Museen hier, der Kindergeburtstagsstuhl, wo das Geburtstagskind dann sitzen kann, im Zoologischen Museum der Universität Zürich. Das Fazit ist ganz einfach. Nehmen Sie Ihre Objekte, erzählen Sie mit Ihren Objekten Geschichten und erzählen Sie gezielt für eine spezielle Gruppe von Leuten. Das heißt, nehmen Sie die Ausstellung an als ein Musikinstrument und mit einem Musikinstrument kann man zwei Dinge tun. Man kann sie in den Safe einschließen oder man kann darauf spielen und ich möchte Sie einladen, spielen Sie damit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.